Diesen Catcher hatte Altmeister Otto Wanz aus dem nahen Eldorado dieser Sportart aus Bremen mitgebracht. Hohen Besuch gab es auch. Hannes Bongartz, Trainer der SG Wattenscheid, wen er unter die Lupe nahm, wollte er nicht rauslassen. Wolfgang Steinbach wäre wohl eher einer für Otto Rehhagel vom Alter her. 38, 28 Mal in der Auswahl der DDR, seit 2 Jahren in Oldenburg, Publikumsliebling. Knappe 6.000 kamen heute, 1.000 weniger als sonst, Boris Becker und das Wetter. Hannover 96, verletzungsgeschwächt, außerdem fehlten mit Jelmers und Rajkovic 2 Stützen wegen Rot- bzw. rot-gelber Karten. Erste Chance nach einer halben Stunde, André Breitenreiter. Die Hannoveraner seit 6 Spielen ungeschlagen, seit dem überraschenden Aus im Pokal bei den Hertha-Amateuren mit klarer Vorgabe, ein Platz unter den ersten 3. 30 Minuten gespielt, Ecke Hannover und das 1:0 durch André Breitenreiter. Sehen wir gleich noch einmal. Der zweite Versuch des jungen Mannes, gerade 19 geworden, diesmal erfolgreich. Ein Rückstand, das genau wollten die Oldenburger verhindern, bei denen es Mitte der Woche eine Krisensitzung gegeben hatte. Nur 1 Sieg aus den letzten 7 Spielen, 3:11 Punkte, trotz des Torjägers Radek Drulak, immer begleitet von Jörg-Uwe Klütz. Carsten Linke, der früh für den jungen Tammen gekommen war, das war schon, was sehenswert war aus der ersten Halbzeit. Der Kommentar dazu. Und man musste schon das schauspielerische Talent von Catchern haben, um hingerissen zu sein von der Partie bis dato. Zweite Hälfte, 1 Stunde gespielt, Freistoß Oldenburg, ein Fall für Radek Drulak. 3-mal in der Nationalmannschaft der GSFR. Rechts steht Thomas Gerstner bereit. Der aber täuscht nur an. Der Ausgleich. 61 Minuten gespielt. Das 1:1. Der 15. Treffer für Radek Drulak in dieser Saison. Erleichterung bei Wolfgang Sitka, Verärgerung bei Eberhard Vogel. Der Treffer noch einmal, ein herrliches Tor, wie wir gleich sehen werden, genau in den Winkeln, da war selbst Pokalheld Jörg Sievers ohne Chance. Da haben wir es. Hannover antwortete wütend, Jörg-Uwe Klütz, der ansonsten Radek Drulak bewachte, und Rainer Brauer im Tor, der Oldenburger. Die Abwehr ist das Sorgenkind des Trainers, 40 Gegentreffer schon, mehr haben nur Braunschweig und Unterhaching hinnehmen müssen. Spiel wurde besser. Mehr Tempo, mehr Tormöglichkeiten, wer anders als Radek Drulak. 70 Minuten gespielt. Der Mann aus Olmütz, inzwischen schon 30, ausgesprochen zweikampfstark und mit einem harten Schuss ausgestattet. Eberhard Vogel, Hannovers Trainer. Weg das Ding! Bis dato eher zufrieden angesichts seiner reduzierten Mannschaft. Oldenburg mit seiner größten Tugend, Kampfstärke und Einsatz. Radek Drulak, der öfters mal auf die Flügel auswich, und Torwart Sievers mit der Faust dazwischen. Wolfgang Sitka, in der letzten Saison noch selbst aktiv, ein eher zurückhaltender Vertreter an der Seitenlinie. Kurz vor Schluss noch einmal Freistoß für den VfB. Radek Drulak, die Mauer, etwa die Position, von der aus der Ausgleich gefallen war, aber immer klappt's halt nicht. Auch diese Szene sehen wir noch einmal. Die beiden Oldenburger reißen eine Lücke, aber es gelingt halt nicht wie beim 1:1. Dabei blieb es nicht der ganz große Fußball, am Ende aber verdient. Wolfgang Sitka, 1 Punkt gegen Hannover 96, gegen den Pokalsieger, könnte man meinen, nicht schlecht, aber in der Situation sicher zu wenig. Na gut, wir haben heute 1 Punkt geholt. Wir wissen, dass sie eine sehr, sehr kampfstarke und laufstarke Mannschaft haben. Und man hat ja heute auch gesehen, die Jungs haben gekämpft, gefightet. Es ist schwer, sich gegen Hannover 96 genug Torchancen rauszuspielen, und beide Tore sind durch Standardsituationen gefallen. Worauf führen Sie es denn zurück, dass die Mannschaft im letzten Jahr so glänzend mitgespielt hat bis zum Schluss und jetzt klappt das irgendwie nicht? Ja gut, wir haben im letzten Jahr, wenn man die Saison gesamt sieht, haben wir das erste Halbjahr, waren wir lange Zeit 7. und haben im letzten Spiel noch den 6. Platz geschafft gegen Bayer Oerding. Und dann konnten wir total unbeschwert aufspielen in der Meisterschaftsrunde. Da sind wir als 5., 6. reingekommen und haben dann wunderbar gespielt. Und man sieht auch, hier wird einem nichts geschenkt in der zweiten Liga. Man muss sich alles ganz, ganz schwer arbeiten, man muss ganz, ganz schwer kämpfen, nicht nur wie auch alle anderen Mannschaften. Jetzt kommen wieder 2 schwere Gegner, Stuttgart, der Kickers Freiburg.